SCC-2224. Diese Nummer gilt Commander Cody. Ehemalig der Anführer des 212. Angriffsbataillons ist er es, der mit Rex zusammen unseren Kanal formte und prägte. Auf seine Geschichte warten wir Clone Wars Fans seit dem Ende von Episode 3 und gestern passierte es. Die Geschichte um einen unserer absoluten Lieblinge wurde weitererzählt und das ging unter die Haut. Eine der besten, wenn nicht sogar die beste Folge The Bad Batch. Codys erster Auftritt nach dem Ende der Klonkriege und als imperialer Commander der Klonsoldaten. Gute Soldaten folgen Befehlen, ab hier sprechen wir über Spoiler. Das Ende der dritten Folge brachte uns das Desertieren Codys. Das ist eine große Angelegenheit für uns. Mit Captain Wilco letzte Woche erklärten wir euch, wie er den Weg für den Commander der 212. ebnen sollte. Wilco sollte zeigen, was im Imperium schiefläuft und dass blinde Loyalität ein Fehler sein kann. Er sollte das erste Anzeichen in Staffel 2 für den Klonaufstand werden, der mit Cody jetzt weitergeführt wurde. Wir wollen gemeinsam mit euch durch die Schlüsselmomente der besten Folge gehen und verstehen, warum Cody desertierte und was das Ende der Folge für die Zukunft zu bedeuten hat. Unterstützt die 212. mit einem Abo und einem Like, um nie wieder solche Videos in der Zukunft zu verpassen. Wir sind dankbar für eure bisherige Unterstützung, Freunde. Vielen Dank. Denn von vornherein zeigte uns der Commander, dass er von den desertierten Klonen wusste. Sowohl von der Kloneinheit 99 als auch von den Rex, der regulären Klone. Vielleicht hatte er sogar von Captain Hauser und seinem Klonaufstand erfahren. Sein bester Freund, Captain Rex, wurde als Verräter deklariert und auch er verschwand von der Bildfläche. Diese Information wird ihm sicher zu Ohren gekommen sein. Immer mehr Klone hinterfragen die Order 66, erklärt er. Und als Crosshair ihm mitteilt, dass diese Verräter seien, genau wie die Jedi, erkennen wir für einen kurzen Moment den Schmerz in seinem Gesicht, den Cody offensichtlich in sich trägt. Wir erinnern uns direkt an Episode 3. Unter dem Einfluss des Inhibitor-Chips schoss er auf seinen langjährigen Freund, General Obi-Wan Kenobi. Doch er lässt sich nichts anmerken, denn gute Soldaten folgen Befehlen. Die darauf folgende Mission in der separatistischen Stadt erinnert uns an die alten Tage. Commander Cody erklärt die Mission und wir werden direkt wieder in unsere Kindheit zurückversetzt. Alles fühlt sich so vertraut an, aber es ist eben anders. Schon längst sind die Tage der Helden der Republik gezählt. Die Mission ist keineswegs eine friedliche. Keineswegs eine legitime. Wir erfahren, dass die Bewohner von Desix neutral bleiben wollen. Die Klone wirken wie die Invasoren, nicht die Friedensbringer. Die ganze Folge gibt uns das Gefühl, dass die Separatisten, die Droiden, die Guten sind. Wir bauen als Beispiel Sympathie mit den beiden B1-Droiden auf, als sie die nahende Bedrohung aus dem Himmel schießen und sich freuen. Es ist das erste Mal, dass die Klone die Bösen und die Droiden die Guten sind. Aber die Klone kennen keine Grenzen, die Mission wird trotz des Absturzes fortgesetzt und die Stadt Stück für Stück eingenommen. Die Action ist on point und der Schuss Crosshair ist eine echte Meisterleistung. Einfach nice. Interessant ist vor allem, dass Dooku all das prophezeite. Im Gegenteil zu unserem letzten Video scheint die Gouverneurin von Dookus Propaganda sogar überzeugt. Nicht so wie die Bewohner Serenos. Doch der nächste, enorm wichtige Moment wird von vielen schnell übersehen. Er zeigt, wie der Konflikt in Cody weiter geschürt wurde. Cody und Crosshair treffen nämlich auf zwei Bewohner, eine Mutter und ihr Kind. Während der Commander erklärt, dass sie helfen wollen, zielt Crosshair auf die unbewaffneten Zivilisten und diese verschwinden kurz darauf wieder hinter einer Tür. Die beiden Klone können gar nicht reagieren, denn Droidikas rollen zur Verteidigung an. Der verängstigte Blick des Kindes und die wütende Mutter lassen Cody allerdings in Unverständnis zurück. Er wird sich in diesem Moment seiner Taten immer bewusster, was sie hier eigentlich tun. Noch ist es aber nicht geschehen, noch ist er dem Imperium treu ergeben und macht weiter, obwohl es uns allen kein gutes Gefühl bereitet. Sie kämpfen sich bis zum Schluss durch, um Tawny Ames anzutreffen. Die Mission erfolgt auf offiziellem, imperialen Befehl, argumentiert Cody. Als sie sich als die Gouverneurin zu erkennen gibt. Mit dem Gespräch und der Erläuterung der Gouverneurin verstehen wir, dass Desix neutral bleiben wollte und nie vorhatte, die Imperialen gefangen zu nehmen. Sie bietet direkt die Option an, alle freizulassen, wenn das Imperium die Unabhängigkeit anerkennt. Noch glaubt Cody, das Richtige zu tun. Für ihn macht es so erstmal keinen Unterschied, denn die imperialen Soldaten, die beiden Schiffe, die ausgesandt wurden, kamen, um Frieden und Ordnung herzustellen.
Sie wurden angegriffen und das wiederum macht den Angriff der Klone legitim. Dass das allerdings nicht der Wahrheit entspricht, wissen wir alle. Sie und Mina Bonteri schlugen ein Abkommen zur Beendigung des Krieges vor und Kanzler Palpatine persönlich lehnte ab. Wir fiebern mit, als Cody auf eine friedliche Lösung beharrt, als er seinen Helm und seine Waffe ablegt, um persönlicher zu werden. Er hat genug vom Krieg und den ganzen Toten, beharrt auf eine friedliche Lösung. Er bittet sie, ganz wie wir es vom guten Commander erwarten würden. Als sie allerdings den imperialen Gouverneur freilässt, wird ihm klar, was hier eigentlich vor sich geht. Der Offizier befiehlt ihre Exekution und Cody versteht das nicht. Er hat ihr eine friedliche Option geboten. Doch dem Imperium ist das völlig egal. An ihr wird ein Exempel statuiert und Crosshair nimmt ihr kaltblütig das Leben. Wichtig ist zu verstehen, dass der Inhibitor-Chip bei der Order 66 aktiviert wurde, die Wirkung mit der Zeit allerdings nachlässt. Wir erklärten euch das bereits in der Vergangenheit. Mit dem Befehl des Kanzlers arbeitete der Chip wie eine Art Overdrive und ließ die Klone zu willenlosen Marionetten werden. Als der Befehl und der Krieg sich legte, kamen die Klone wieder zu Verstand. Sie erkannten ihre Taten. Einige dachten sicher weiterhin, sie hätten das Richtige getan, während andere erkannten, dass die Order 66 nicht richtig war. Und Cody, der im Verhandlungsgespräch das Richtige tat, beziehungsweise rein auf dem Papier sogar für das Imperium eine Lösung ohne weiteres Blutvergießen bot, sollte jetzt eine moralisch verwerfliche Tat vollführen. Das Ende dieser Szene zeigt uns einen gebrochenen Cody, einen Klon-Commander, der einer bitteren Wahrheit ins Auge sehen muss. Das Imperium bringt weder Frieden noch Gerechtigkeit. Es ist eine Diktatur, ein brutales Regime und nichts von dem, für was die Klone und die Republik einst standen. Das Ende von Desix lässt uns erneut den Schmerz aus dem Ende von Staffel 7 durchleben. Dieses Mal mit Commander Cody als Beobachter, der die Diktatur jetzt endlich durchschaut hat. Cody sieht sein Scheitern. Er sieht, wie die Stadt vom Imperium übernommen wird und Klone ersetzt werden. Symbolisch dafür diese Szene. Die besseren Klone erledigen die Drecksarbeit, um dann durch namenlose Stormtrooper ersetzt zu werden. Sein Schmerz im Gesicht trifft uns abermals und geht mit der Musik, die ans Ende von Clone Wars Staffel 7 erinnert, extrem unter die Haut. Was unterscheidet Klone von Kampfdroiden? Die Klone treffen ihre eigenen Entscheidungen und so trifft er seine Entscheidung, sich vom Imperium zu entfernen. Wir können gar nicht genug zum Ausdruck bringen, wie bedeutend diese Folge für uns ist. Der Handlungsstrang war fantastisch und das Ende offenbart ebenfalls, wie wenig sich das Imperium, insbesondere Rampart, für die Klone interessiert. Als Crosshair für seine nächste Mission mit einem neuen Klon-Commander zusammenarbeiten muss, fragt er nach Cody. Und Rampart erkennt ihn nicht anhand seines Namens. Erst als er seine Nummer, CC2224, nennt, erklärt er, dass Cody verschwand. Das zeigt die bittere Wahrheit, wie die Klone an Relevanz und Anerkennung verlieren. Auch die beiden Klone am Anfang der Folge hoffen, dass ein neues Rekrutierungsgesetz nicht durchkommt, um der Klone willen. Alles deutet darauf, dass das Imperium die Klone, die treu ergebenen, überlegenen Soldaten durch einfache Stormtrooper ersetzen will. Aber was passiert jetzt mit Cody, fragen wir uns alle. Er wird vermutlich das Weite gesucht haben, denn Deserteure haben es im Imperium nicht gerade leicht, vor allem, wie wir jetzt auch wissen, die Klone. Wird er auf Rex treffen? Wird er mit dem Bad Batch zusammenarbeiten? Schließlich weiß er vom Desertieren der Kloneinheit 99. Alles deutet darauf hin und wir sind uns sicher, dass Cody das Richtige tun wird. Doch Star Wars Rebels hält uns eine bittere Wahrheit offen. Wenn Cody nicht bei Rex, Gregor oder Wolf ist, wo ist er dann zu diesem Zeitpunkt? Natürlich kann er sich woanders versteckt haben, das ist aber eher unwahrscheinlich. Denn Rex war sein bester Freund. Wird er also beim nahenden Klonaufstand sein Leben für das Gute opfern? Oder bleibt er sogar vielleicht beim Bad Batch? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wir sind dankbar für diese spannende Geschichte und freuen uns gemeinsam mit euch, die nächsten Folgen zu schauen. Ein Abo und ein Like zum Supporten der 212. nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Eure 212.